der Sinn dahinter oder die NHL macht ihre Regeln im Endeffekt auch mit der Philosophie immer Spielersicherheit. Also es ist eine Kombination natürlich, ne? Weil ab und zu beißt sich es natürlich ein bisschen, aber es ist immer Spielersicherheit, mehr Tore und Continuous Action. Das sind so die drei Sachen für ein gutes Produkt. Wir brauchen kurze Zeit. Es muss immer Action sein auf dem Eis. Und da glaube ich, dass das Spiel im Endeffekt vielleicht ein bisschen schneller und attraktiver wird, dass mehr Tore fallen. Versuchen natürlich, die Schöpfer der Regel sind immer dahinterher, Offensive zu fördern, weil Coaches und Clubs natürlich immer Defensive wollen. Es gibt diesen Spruch, Offense wins games, Defense wins championships. Gut. Dann, ich glaube, die erste Frage war, wie es dazu kam mit dem Background. Richtig. Und es geht eigentlich darum, dass in der Vergangenheit die IIHF ein Regelbuch hatte, was für ihre Turniere ausgelegt war, für relativ wenig Spiele in einer überschaubaren, sage ich mal, Hallen und Arenen. Das war meistens so in ein oder zwei Arenen, je nachdem, wo Weltmeisterschaften oder Turniere ausgetragen worden sind. Und dieses Regelbuch war nicht wirklich dafür geeignet, einen Ligaspielbetrieb zu haben damit. Also ein Spiel mit 300, 400 Spielen Spielbetrieb und mit 15, 14, je nachdem, welche Liga-Clubs, war es schon über so eine lange Zeit auch recht schwierig, mit dem Regelbuch zu arbeiten. Da ging es im Endeffekt auch darum, jede Liga hat dann ihr eigenes Regelbuch gemacht, also die KHL, die schwedische Liga, die DEL, wir haben alle eigene Regelbücher gehabt, angelehnt an das IIHF-Regelbuch, aber es war doch sehr, sehr, sehr schwierig für Spieler und Schiedsrichter, sobald sie zu IIHF gekommen sind, sich an die Regeln zu gewöhnen, weil es doch gravierende Unterschiede und auch Auslegungsunterschiede gab. Und deswegen hat man überlegt, was macht man, um alle wieder an Bord zu holen, hat man sich umgeschaut und über einen großen Teich, die NHL, hat Proof of Concept, das ist schon seit vielen, vielen Jahren in Arbeit, mit dem sie damit arbeiten und sage ich mal, das funktioniert und die IIHF hat im Endeffekt das Regelbuch dann genommen und hat es zu ihrem gemacht. Mit wenigen Ausnahmen, kulturell und auch für spezielle Gesetze in einigen Ländern, wie zum Beispiel in Finnland, da gibt es öfters mal Probleme, da gab es Probleme mit der Fighting-Regel, weil es in Finnland gesetzlich absolut nicht erlaubt ist. Und von daher hat man das ein bisschen angepasst. Aber wenn man sich das alleine schon das Layout anguckt von den beiden Regelbüchern, ist es zum größten Teil das NHL-Regelbuch. Ich habe mal weiter. Ich fange mal an mit den Changes, die wir haben oder die großen, die Konstantin angesprochen habe. Das ist einmal die Restricted Area in den Ecken und das Trapez hinterm Tor. Hinterm Tor in der Trapezzone darf der Torhüter den spielen. Außerhalb der Zone in den Restricted Areas darf er ihn nicht spielen. Er bekommt dafür eine Strafe, Delaying of Game. Und das hat einfach auch den Hintergrund, dass die NHL diese Regel eingeführt hat, weil sie Forechecking möchte, fördern möchte und das Spiel attraktiver zu halten. Ich habe hier mal ein kleines Video noch dabei. So sieht die Trapezzone aus. Und hier ist das Video. Goaltenders are not allowed to play the puck when the puck is below the goal line and outside of the goaltender's restricted area. Here you see such an example, with the result being a delay game penalty to the goaltender. The position of the puck is the determining factor for this penalty, with the only exception being if the goaltender is able to maintain skate contact with the crease when he plays the puck. Sieht man es schön, der Faktor ist immer der Puck, außer wenn er mit dem Schlittschuh noch Kontakt mit dem Torraum hat. Ansonsten ist es der Faktor des Pucks. Wenn er in den Restricted Areas, in den Ecken ist, darf der Torhüter den Puck nicht mehr spielen. Also der On-Ice-Review für große Strafen sieht folgendermaßen aus, dass immer wenn ein Schiedsrichter eine große Strafe gesehen hat, wird das Spiel unterbrochen und die Strafe wird quasi nochmal überprüft.
im besten Fall, so wie es sein soll, weil wir die Schiedsrichter immer instruieren, sie sollen das Spiel in Realgeschwindigkeit leiten, bestätigen sie einfach nur die große Strafe, die sie gerade für das Vergehen gegeben haben. Sollten sie aufgrund ihrer Position etwas komplett anderes sehen und meinen, das ist nicht deine große Strafe, ist es nicht wert, können sie die Strafe auf 2 Minuten reduzieren. Also das ist quasi die Herangehensweise, dass wenn sie eine große Strafe haben, die bestätigen oder dass sie runtergehen auf 2 Minuten. Ein ähnlicher Fall, der auch neu ist, ist das Gleiche wie bei den großen Strafen mit einer kleinen Ausnahme. Bei 2+2 Strafen für den hohen Stock kann der Schiedsrichter nach seinem Ermessen zum Video gehen. Er muss es nicht. Und im besten Fall, wie gerade schon erwähnt, bestätigt er die Strafe, die 2+2 wegen hohen Stocks. Allerdings ist diese Regel auch gemacht worden, weil es oft, wir nennen es Friendly Fire, der Schläger des Mitspielers ist oder es kann Puck sein, was man im Getümmel nicht so mitbekommt. Und daher ist bei der Regel so, dass sie, wenn sie so etwas sehen, dass es der Mitspieler war oder der Puck, dass sie gar keine Strafe geben. Also bei der Unterschied zu den großen Strafen ist es hier bei dem 2+2, dass sie können zum Video gehen, sie bestätigen ihre Strafe oder die nehmen sie ganz weg. Anders als bei den großen Strafen, wo sie zum Video gehen müssen, sie bestätigen oder maximal runtergehen können auf 2 Minuten. Dann noch ganz kurz erklärt, bei zum Beispiel Beleidigung von Spieloffiziellen ist es so, dass die Matchstrafe nicht mehr gegeben wird. Das ist eine Philosophie der NHL, da Strafen eher Spieler gegen Spieler sind und nicht Spieler gegen Teamoffizielle oder gegen Schiedsrichter. Da für die Situation gibt es nur noch maximal eine Spielerdisziplinarstrafe. Und natürlich geht es weiter, dass Spieler weiterhin 2 Minuten bekommen können für eine Beleidigung von Spieloffiziellen. Aber diese Stufen der Eskalation sind im Endeffekt 2 Minuten, 10 Minuten und maximal dann eine Spielerdisziplinarstrafe. Das ist eine Folie, da habe ich jetzt Boarding genommen. Die soll nur beispielhaft sein. Ich weiß nicht, ob man meinen Cursor sehen kann, aber hier unten sieht man quasi ein weiteres Werkzeug für die Schiedsrichter. In dem Fall haben sie noch ein größeres Ermessen oder mehr Spielraum. Bei einem Boarding Call zum Beispiel, wo ein Spieler, der in einer verteidigungslosen Position ist, gefährlich und übertrieben in die Bande gehämmert wird und je nach Schwere des Vergehens der Schiedsrichter also die Möglichkeit hat, 2 Minuten zu geben, eine 5-Minuten-Strafe, eine 5-Minuten-Strafe plus Spielerdisziplinarstrafe oder eine Matchstrafe. Hier unten steht noch, dass die 2+10 keine Option war. Wir hatten das in der DEL überhaupt nicht, aber in der IHF wurde Boarding mit 2+10 geahndet. Daher steht das hier unten, das ist die Originalpräsentation von der IHF. Also da gibt es für spezielle Strafen die Möglichkeit, eine nur 5-Minuten-Strafe zu geben. Das sind außer Boarding noch unerlaubter Körperangriff, Ellbogencheck, Haken, Behinderung, Interference und Behinderung am Torhüter, inklusive Beinstellen und außerdem noch in der DEL. Für Fighting gibt es die Möglichkeit, aber da spreche ich gleich noch drüber. Dann wird auch für die, sage ich mal, sehr gefährlichen Checks, solche Career-Ending-Hits, also wirklich extrem gefährliche Checks, wurde das Strafmaß aber auch so verändert, gerade auch in Hinsicht dahin, dass wir die Trapezzone haben und das Forechecking forciert werden soll, wo Spieler mit sehr hoher Geschwindigkeit jetzt in die Zone gehen können und der Torhüter nicht mehr die Möglichkeit hat, den Puck wegzuspielen, wurde natürlich auch geguckt, wie kann man die Spieler dann schützen, die zurücklaufen und den Puck aufnehmen müssen. Und da hat man zum Beispiel bei der Strafe Check von hinten die sehr, sehr hoch gemacht. Also wenn jetzt ein Spieler in einer schutzlosen Position ist und überhaupt keine Ahnung hat, was da gerade auf ihn zukommt, und er wird quasi von hinten gecheckt,
dafür hat der Schiedsrichter nur noch die Möglichkeit, eine große Strafe und Spieler zu geben oder eine Matchstrafe. Da gab es die Option auch in der Vergangenheit 2+10 und diese Option gibt es für den Schiedsrichter jetzt nicht mehr. Also man wird auch, oder wenn man das Regelbuch auch sieht, es sind die meisten 10 Minuten Strafen, außer bei Abuse of Official jetzt, sind eigentlich aus dem Regelbuch entfernt worden. Also die 10 Minuten Strafen sind wirklich wenig geworden. Dafür hat man jetzt die große Strafe. Die Fighting-Regel in der DEL wurde ein bisschen modifiziert im Gegensatz zur IIHF-Originalversion. Wir lehnen uns eher so ein bisschen an die NHL-Philosophie an. Bei der IIHF ist es so, dass ein Fighting immer eine große Strafe und Spielerdisziplinarstrafe ist. In der DEL ist es so, dass unter bestimmten Voraussetzungen, wenn zwei Willing Combatants da sind, es ein fairer Kampf ist, nichts Großartiges passiert, der Schiedsrichter die Möglichkeit hat, eine 5-Minuten-Strafe zu geben, so wie in der Vergangenheit quasi eine 2+2+10. Die Schiedsrichter haben aber für den Fighting-Fall alle möglichen Werkzeuge, um damit umzugehen. Also wenn es nicht so sein sollte, dass zwei Willing Combatants da sind, sondern der Kampf etwas eskalieren sollte, sage ich mal, gibt es die Möglichkeit für einen Aggressor, wir nennen ihn Aggressor, der, wenn der Kampf quasi schon vorbei ist, weiterhin auf seinen Gegner einprügelt und nicht aufhören will, der bekommt dann natürlich extra nochmal eine 2-Minuten-Strafe und eine Spielerdisziplinarstrafe. Das Gleiche gilt für einen Instigator, wenn einer übers Eis läuft und meint, er müsste sich mit der halben gegnerischen Mannschaft anlegen, ist er auch dafür prädestiniert, eine 2 Minuten und noch eine Spieldauer obendrauf zu bekommen. Für eine normale Herausforderung, wie es in der Vergangenheit war, wo die Schiedsrichter quasi die 2+2+10 gegeben haben und eine extra 2 Minuten Strafe, weil sie eine Überzahl kreieren wollten, die Möglichkeit gibt es in der DEL auch weiterhin. Alles andere, wenn es darum geht, Sucker Punch, das nennt man den, wenn einer eigentlich nur auf dem Eis steht und es kommt einer an und aus dem Nichts heraus kriegt er eine Gerade von dem. Sowas ist natürlich, da fehlt natürlich komplett die Einwilligung des anderen Spielers und sowas wäre dann auf jeden Fall eine Matchstrafe. Oder auch wenn Spieler sich weigern, die Anordnung des Schiedsrichters zu befolgen, können die Schiedsrichter auch immer noch eine zusätzliche Spielerdisziplinarstrafe oben beigeben. Und unten kann man eigentlich auch noch mal gut sehen, die Philosophie, sobald ein Nichtspielen oder nicht, wenn es nicht Spieler gegen Spieler ist, bleibt es auch nur bei der Spielerdisziplinarstrafe und wird dann natürlich weiter vom Disziplinarausschuss kontrolliert, solche Sachen. Die bösen Checks, die richtig bösen Checks, die Career-Ending-Hits, wie zum Beispiel ein Check zum Kopf, ist auch sehr verschärft worden. Da geht es aber anders als in der Vergangenheit, so wie wir das kennen, dass alles, was zum Kopf geht, in Richtung Kopf geht, eigentlich ein Check zum Kopf war, ist es in dem Sinne jetzt, dass wirklich der Check, wenn es ein wirklicher Check zum Kopf ist, wo der Kopf die Haupttrefferfläche ist und wir nennen es diesen Blow, diesen richtigen Check mit der Schulter gegen den Kopf, hat der Schiedsrichter nicht wirklich eine große Wahl. Sollte es ein Streifschuss sein und es passiert nicht, es ist accidentally, kann der Schiedsrichter 2 Minuten geben, aber für alles andere hat er nur die Möglichkeit, eine Matchstrafe zu geben. Die anderen Vergehen, wie zum Beispiel ein Schläger oder ein Ellbogen zum Kopf, ist natürlich auch nicht erlaubt. Und auch ein Ellbogencheck zum Kopf wäre dann eine 5+Spieldauer, aber es ist dann doch ein Ellbogencheck und nicht wie früher auch ein Check zum Kopf. Das ist einfach die Philosophie der NHL und wir haben die auch übernommen. Im Endeffekt ist es auch nichts Großartiges anderes, weil man gibt dem Kind einfach nur einen anderen Arm. Und dadurch, dass es überall gleich sein soll, hat man sich halt auch daran dann angelehnt. Wie gerade erwähnt, also die Möglichkeit ist für 2 Minuten, wenn es wirklich accidentally ist und nichts Großartiges passiert, aber die Möglichkeiten, wie in der Vergangenheit eine 2+10 zu geben oder eine 5+Spieldauer für einen Check zum Kopf, sind gar nicht mehr gegeben. Die 10-Minuten-Strafe, wie vorher schon erwähnt, die meisten sind eigentlich aus dem Regelbuch rausgenommen worden. Okay. Danke.
Dann gibt es auch noch spezielle Situationen im Bereich der Spielverzögerung, um das Spiel attraktiver zu machen und immer ein Continuous Action zu haben. Das ist immer das Spiel immer im Gameflow bleibt im Endeffekt, ist es so, dass es mehrere Regeln gibt, um das zu forcieren. Eine davon ist, wenn eine verteidigende Mannschaft oder das Tor aus der Verankerung haut, unabsichtlich, bekommen sie einen Spielunterbruch und die angreifende Mannschaft oder die Mannschaft, die es gemacht hat, darf nicht mehr wechseln. Und die angreifende Mannschaft, das kommt auch noch dazu, darf sich das Anspiel aussuchen. Da gibt es drei Variationen oder drei neue Regeln, die das beinhalten. Also einmal, die erste ist, sollte eine verteidigende Mannschaft das Tor absichtlich ist es natürlich eine Strafe, ein Penalty oder gegebenenfalls sogar ein technisches Tor, unabsichtlich aus der Verankerung hauen, um einen Spielunterbruch zu erzwingen, darf die Mannschaft nicht mehr wechseln. Ähnlich quasi wie bei der Icing-Regel. Die zweite Situation ist so, ich nenne es jetzt mal so eine Art Icing-Situation, wo der Schuss aus der eigenen Hälfte kommt, vor der roten Linie noch, die auf den Torwart geht und der Torhüter den Puck einfach blockiert. In dem Moment gibt es dann auch den Unterbruch, aber dadurch, dass wir diese Continuous Action immer haben wollen, bekommt die Mannschaft quasi das Verbot zu wechseln, ähnlich wie beim Icing. Also sie dürfen sich nicht wechseln, sie dürfen sich nicht auswechseln und die angreifende Mannschaft hat dann auch wieder die Möglichkeit, sich das Anspiel auszusuchen, ob sie es auf der rechten oder linken Seite haben wollen, je nach Schokoladenseite des Mittelstürmers. Das war die zweite Situation. Zu den anderen beiden komme ich gleich. Das ist auch noch eine neue Regel, die jetzt auch schon in der CHL einmal vorgekommen ist. Das ist, die Mittelstürmer dürfen beim Anspiel nicht mehr ihre Hand benutzen. Sie dürfen nicht versuchen, das Anspiel mit der Hand zu gewinnen, solange nicht ein dritter Spieler, egal von welcher Mannschaft, den Puck berührt hat. Das ist eine sofortige Strafe, ein Spielunterbruch, und die Mittelstürmer werden dann auch bestraft. Ich habe doch kurz das Video da, ganz kurz eben. During this face-off, you will see the Team US center use his hand to play the puck. When a center uses his hand in this manner, on a face-off before anyone can play the puck with their stick, a minor penalty for delay of game, face-off violation, will be assessed to the offending center. So, das sind sofortige 2 Minuten. Nicht wie in der Vergangenheit eine Verwarnung, sondern es sind direkte 2 Minuten. Als nächstes gibt es noch die Offside-Regel. Die ist eigentlich relativ einfach erklärt, weil es gibt jetzt 3D-Abseits. Und ich mache einfach mal die nächste Folie, da kann man es ein bisschen besser, glaube ich, sehen auch. Also in der Vergangenheit war es so, dass der Schlittschuh immer Kontakt mit der blauen Linie haben musste, um nicht abseits zu sein. Wichtig dabei zu erwähnen ist, dass das immer nur gilt, wenn die Spieler von einer Onside-Position in eine Offside-Position gehen. Also sobald sie im Angriff sind, zählt diese Regel. Sollten die Spieler aber vorher schon in einer Offside-Situation sein, also sprich im Abseits oder bei einem angezeigten Abseits, und sie müssen die Zone wieder räumen, müssen sie weiterhin den Schlittschuh auf dem Eis haben und die blaue Linie berühren. Das hat einfach einen Sicherheitshintergrund, weil wir wollen nicht, dass Spieler quasi mit dem Schlittschuh irgendwie in der Luft zurück zur blauen Linie kommen und dann vielleicht andere Spieler verletzen. Also wir wollen da schon, dass die Spieler die Schlittschuhe auf dem Eis lassen. Also diese Regel, abseits, gilt nur quasi, wenn es von einer Onside in eine Offside-Situation kommt. Auch in einer 2-gegen-1-Situation, wenn ein Spieler schon ein bisschen verfrüht in der Angriffszone ist und muss kurz wieder rausgehen, weil sein Kollege noch nicht da ist, muss er auch immer den Schlittschuh auf dem Eis haben. Also von daher relativ einfache Regel, doch ein bisschen komplizierter gemacht. Ich habe da noch ein paar andere Regeln rausgesucht.
die, glaube ich, auch relevant sind, vor allen Dingen, sage ich mal, gerade als Europäer, weil dass wir das noch nicht so gewohnt sind, wenn man das sieht. Und ich habe hier mal ein Beispiel dafür, dass zum Beispiel in den letzten 5 Spielminuten der regulären Spielzeit oder irgendeiner Zeit in der Verlängerung zum Beispiel eine Mannschaft eine 5-Minuten-Strafe bekommt und die andere Mannschaft eine 2-Minuten-Strafe, dann gehen direkt 3 Minuten in die Uhr als Überzahl. Es wird quasi ein sofortiges Überzahl kreiert. Die NHL hat sich dabei bei was gedacht. Sie denkt einfach, dass es fairer ist und nicht erst 4 gegen 4 gespielt und dann kommt das Überzahl. Oder auch das Beispiel, wenn eine Mannschaft 5 Minuten bekommt und die andere Mannschaft bekommt eine 2-plus-2-Strafe, dann geht 1 Minute direkt in die Uhr und es geht direkt 1 Minute Überzahl los. Das ist, glaube ich, auch was Neues, was wir so nicht gewohnt sind. Dann gibt es auch noch eine Regel, wir nennen die Continuous Shot Rule. Also sobald es einen Originalschuss gibt und der Schiedsrichter sollte vorher abpfeifen und der Puck dann noch ins Tor gehen, kann der Schiedsrichter das Tor trotzdem geben. Das hört sich jetzt erst einmal komisch an, ist aber für Situationen, wenn ein Schuss kommt, der Torhüter sieht so aus, als wenn er den Puck hätte und auf einmal kullert er so hinten raus und der Schiedsrichter pfeift in dem Moment ab und der geht über die Linie. Solange es der Originalschuss ist und der Puck dann ins Tor geht, kann der Schiedsrichter das Tor noch geben. Nur, dass ihr das mal gehört habt, falls ihr das seht, das ist auf jeden Fall regelkonform dann. Das ist auch komplett neu. Wir nennen es das Durchschwingen oder das Ausholen bei einem normalen Schuss. In einer normalen Schussbewegung ist es straffrei. Ja, eine normale Schussbewegung heißt natürlich das Ausholen, Schießen und nicht, wenn der Puck irgendwo in der Luft ist und man versucht, den irgendwie runterzuholen und auf einmal trifft man die Gegenspieler am Kopf. Das ist auch weiterhin ein hoher Stock. Aber wenn der Spieler da absolut nicht zu kann, dann wäre diese Aktion weiterhin, oder nicht weiterhin, die wurde sonst immer bestraft, aber die ist ab sofort straffrei dann. Das ist auch noch interessant. Das wird man nicht unbedingt jetzt im Spiel sehen, weil die Torhüter sich darauf einstellen werden. Torhüter dürfen grundsätzlich nicht mehr den Puck blockieren. Sie sind gezwungen, um diese Spiel-Action weiterhin zu forcieren, den Puck immer zu spielen, sofern sie das können. Also sie müssen immer wirklich den Puck spielen. Es sei denn, sie sind natürlich in der Position, in dem sie das machen, was sie eigentlich machen sollen, sondern ihr Tor hüten. Und wenn jetzt ein Schuss kommt, sie halten den, der Puck fällt runter, dann dürfen sie ihn natürlich blockieren. Aber dieses Beispiel, was hier als Punkt 3, glaube ich, steht, sollte ein Torhüter im Tor stehen und es kommt ein Puck auf ihn zu, dahinter ist ein Angreifer, der den Puck gerade haben will, also fast so in einer Breakaway-Situation und der Torhüter jetzt einfach rausläuft und sich auf den Puck schmeißt, würde er 2 Minuten bekommen wegen Spielverzögerung. Also er muss immer den Puck, sofern er das die Möglichkeit hat, muss er den spielen. Das ist eine große Umstellung für die Torhüter. Ich finde, meine persönliche Meinung ist sogar, dass das sogar eine größere Umstellung für Torhüter sein könnte, als die Traps hinterm Tor. Das ist auch noch kurz zu erwähnen. Das ist unter einer anderen Regel. Das ist nicht unter der Fighting-Regel. Aber Spieler dürfen bei einem Kampf oder die dürfen vor einem Kampf auf gar keinen Fall ihren Helm abnehmen. Man hat das mal in der Vergangenheit gesehen, dass Spieler vor einem Kampf den Helm abnehmen. Sobald sie das machen, bekommen sie eine 2-Minuten-Strafe und eine Spieler-Disziplinarstrafe obendrauf. Natürlich sicherheitsbedingt, Player Safety. Wir wollen nicht, dass bei einem Fight dann Spieler ohne Helm im Kopf aufs Eis knallen. Es kann natürlich passieren, dass während einer Auseinandersetzung der Helm vom Kopf geht. Das wäre eine andere Situation, die dann nicht bestraft wird. Aber
Sobald ein Spieler dann den Helm verliert, sind die Linienrichter instruiert, sofern sie die Möglichkeit haben, den Kampf sofort zu unterbrechen. Natürlich müssen sie ja noch aufpassen, dass sie sich selber schützen, aber sie sollen nach Absprache Augenkontakt mit dem Linienrichterpärchen reingehen und sofort den Kampf unterbinden. Hat eigentlich, wie gesagt, einfach nur den Hintergrund der Spielersicherheit. Das Gleiche gilt noch für Trikots, aber das hat man hier in der Vergangenheit nicht so gehabt, dass Spieler vorher ihren Trikot ausziehen. Ich hatte gerade schon zwei Situationen erwähnt, wo sich die angreifende Mannschaft das Anspiel rechts oder links aussuchen darf. Das Gleiche gilt auch in einem Powerplay oder immer, wenn eine Zeitstrafe oben in die Uhr geht, darf sich das Powerplay-Team quasi aussuchen, ob sie das Anspiel rechts oder links haben möchten. Das Gleiche gilt auch nach Icing. Sollte ein Icing verursacht werden, darf die Mannschaft ja auch wie in der Vergangenheit nicht wechseln, keine Timeout genommen werden und auch die angreifende Mannschaft darf sich aussuchen, ob das Anspiel rechts oder links ist. Das ist nochmal eine Regel, die ist jetzt sehr, sehr, sehr vereinfacht worden. Das ist eine Regel, wenn der Schuss außerhalb der Zone geht oder unbespielbar gemacht worden ist. Die ist sehr vereinfacht worden. Es ist immer da, von wo der Schuss abgegeben worden ist in der Zone oder von da, wo er berührt abgefälscht worden ist aus der Zone. Das Anspiel ist immer dann in der Zone. Natürlich gibt es dann wieder Ausnahmen, wie es hier unten steht, unless otherwise covered in these rules. Das sind aber sehr wenige Regeln, die das überschreiben würden, wie zum Beispiel, wenn gleichzeitig eine Strafzeit wäre, würde das Anspiel natürlich in die Verteidigungszone verlegt werden oder wenn angreifende Spieler über die gedachte Linie am Anspielkreis gehen bei einer Auseinandersetzung, wäre das Anspiel dann auch außen, aber das sind relativ wenige. Die Regel ist wirklich vereinfacht. Sollte ein angreifender Spieler den Puck einfach oben ins Netz schießen, bleibt es trotzdem in der Angriffszone. Beispiel. Da noch kurz erwähnt, bei den ganzen Situationen bei Delay of Game gibt es natürlich auch kein Timeout und kein Powerbreak. Sonst wäre der Sinn der Regel ja eigentlich nicht gegeben. Das ist einmal, wenn eine Mannschaft das Tor unabsichtlich verschiebt, wenn der Torhüter den Puck blockiert von einem Schuss aus der eigenen Zone. In den drei gibt es kein Timeout und kein Powerbreak. Und dann kommt noch die Überzahl dazu. Das wäre dann die vierte Situation. Und bei vier Situationen dürfen sich die Mittelstürmer aussuchen, ob sie das Anspiel rechts oder links haben. Gut, dann noch kurz erwähnt, so wie es halt sein sollte. Linesman heißen Linesperson, so wie es gang und gäbe jetzt ist. Und falls ihr es sehen solltet, die Hauptschiedsrichter werden nur noch die Anspiele machen im ersten, im zweiten und im letzten Drittel. Alle anderen Anspiele werden von den Linesperson gemacht. Das ist ihr Job. Die sind wesentlich besser, was Anspiele angeht, als die Mittelstürmer, als die Hauptschiedsrichter. Und die Hauptschiedsrichter haben dadurch auch eine andere Position und können sich eher auf die Spieler konzentrieren, als das Anspiel zu machen. Dann habe ich noch, das ist fast die letzte Folie, kurz erwähnt, weil wir die ganze Zeit über die NHL geredet haben und dass es ihr Regelbuch ist. Der Sinn ist jetzt, dass man, wenn man sich Eishockey anguckt, in der DEL und in der NHL, wenn man NHL-Spiele sieht, sollte es deckungsgleich sein. Es gibt trotzdem ein paar Ausnahmen, die nicht übernommen worden sind. Und das ist zum Beispiel, wenn ein angreifender Spieler im Torraum steht, eine signifikante Präsenz hat und den nicht verlässt, darf in Europa oder in Ländern, die unter der IHF spielen, die Schiedsrichter das Spiel unterbrechen und das Anspiel nach außen machen. Wenn Spieler den Helm verlieren, ist es auch Player Safety. Sie müssen sofort das Eis verlassen und dürfen nicht weiter am Spiel teilnehmen.
In der NHL dürfen sie ihre nächste Aktion noch vollenden. Das ist bei uns nicht so. Anspiele dürfen in der NHL mit dem Fuß gewonnen werden. Das ist bei uns nicht so. Das Anspiel muss mit dem Schläger gewonnen werden. Nach wenigen Sekunden, wenn das Anspiel dann ein Battle wird, danach kann der Puck zurückgekickt werden. Aber es geht darum, dass die Spieler nicht reindrehen dürfen. Und die NHL schickt auch weiterhin ihre Mittelstürmer beim Anspiel weg. Außer bei einer Icing-Situation. Und in Europa, IIHF, ist es so, dass die Mittelstürmer weiterhin nur eine Verwarnung bekommen. Bei dem Gewinnen des Anspiels mit dem Fuß ist es noch so, das ist anders als bei der Handregel. Das wäre allerdings nur eine Verwarnung, eine erste Verwarnung. Wichtig zu erwähnen noch, in der DEL gibt es keine Art von Coaches Challenge. Wir haben keine Challenge aus verschiedenen Gründen. Goaltender Interference, Torhüterbehinderung wird weiterhin nach Ermessen des Schiedsrichters, wie es in der Vergangenheit war, gemacht. Offsides haben wir überhaupt keine Möglichkeit. Also wir haben keine Möglichkeit, Offsides zu überprüfen, egal in welcher Situation. Nicht vom Schiedsrichter und nicht per Challenge, logischerweise. Bei Game-Stopping-Events haben wir ein bisschen erweitert. Game-Stopping-Events sind bei der Coaches-Challenge-Situation, sobald die angreifende Mannschaft in der Angriffszone ist und das Spiel hätte unterbrochen werden müssen, ist es aber nicht, haben Coaches die Möglichkeit, das zu challengen. Da wir das nicht haben, mussten wir das Beste daraus machen und wir haben es quasi formuliert, alles, was in einem direkten Zusammenhang mit einem Tor ist, also dieser kleine Handpass zu seinem Kollegen und der schießt ihn dann rein, wäre eine Möglichkeit, dass die Schiedsrichter das Tor aberkennen. Da gibt es zum Beispiel hoher Stock, den hohen Stock vorm Tor, geht zum Kollegen, der schießt ihn rein. Oder in der NHL gab es auch eine Situation, wo der Puck hinten ins Netz gegangen ist, dem fliegt dem Torhüter auf den Rücken und geht rein. Und das mit dem Netz hat keiner gesehen. Das wären, sage ich mal, in einer kleinen, wirklich in einer Situation, die direkt zu einem Tor führen, wäre da die Möglichkeit, das Tor abzuerkennen für die Schiedsrichter. Das sind die, sage ich mal, Änderungen oder das sind die Unterschiede, die es zu der NHL gibt.